Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Videochannel Borgi Tech. In dem heutigen Video geht es mal wieder um mein Meerwasseraquarium und um einige technische Dinge, die ich mir wegen meinem Wintergarten und dem Aquarium zugelegt habe. Ich hatte das angekündigt, darum geht es gleich. Und ich habe die Automatisierung von meinem Aquarium vorangetrieben, denn ich möchte mich nicht täglich darum kümmern müssen. Das soll, soweit es geht, autark laufen, automatisch laufen, dass ich da nicht jeden Tag die Finger drin haben muss. Ist fürs Aquarium besser und fürs Privatleben auch. Was ich gemacht habe und was ich noch vorhabe, das erfahrt ihr nach dem Intro. Also dranbleiben. So, liebe Technikfreunde und Aquarianer, in diesem Hobby Aquariumtechnik oder Aquarium oder Meerwasseraquarium, wie man es auch nennen möge, ist es ja so, dass man tendenziell möchte man das Ganze dem Wasserpot automatisieren. Das heißt, man möchte das Ganze so gestalten, dass man nicht jeden Tag die Finger da dran und da im Wasser haben muss. Es soll automatisch laufen und das habe ich jetzt in letzter Zeit ein wenig vorangetrieben. Ich warte noch auf Technik, auf Equipment. Und zwar habe ich mir so etwas bestellt. Ich blende es mal ein. Auf dieses Teil warte ich jetzt schon seit 3 Wochen. Es wurde für Ende März was angekündigt. Dann ist es Anfang April geworden. Mittlerweile ist es Ende April, Anfang Mai angekündigt. Ich habe es bestellt, ich habe es umbestellt, weil ich dachte bei dem anderen, ach, der hat noch eins liegen, bestellst es mal um. Habe ich gemacht, auch der hat es nicht liegen gehabt, da war die Homepage wohl nicht ganz auf Stand oder entsprach nicht der Realität. Na gut, ich muss jetzt darauf warten, dass ich diesen 500er Rollermat von Red Sea irgendwann mal erhalte. Aber nichtsdestotrotz habe ich trotzdem einige Dinge schon erledigt, die ihr zumindest kritisiert habt hier in meinem Wintergarten. Markise ist zu, ist im Übrigen vollautomatischer Prozess. Markise fährt zu, wenn wir Sonnenschein haben, ab einer gewissen Uhrzeit, wenn die Sonne hier rüberzieht und droht, mir ins Aquarium zu scheinen, fährt die Markise automatisch zu. Das ist Punkt Nummer 1. Und vorne, wo das Aquarium sich befindet, das ist so ein Lamellenrollo. Das haben wir jetzt gerade mal ein bisschen auf einen anderen Winkel gestellt, dass man noch ein bisschen rausgucken kann. Aber für gewöhnlich ist das so eingestellt, dass man von draußen die Sonne nicht aufs Aquarium knallen sollte, wenn so zur späten Abendstunde die Sonne da hinten untergeht. Das habe ich gemacht, aber das ist es nicht allein, denn trotz der Beschattung ist es so, im Sommer wird es hier recht warm und die Wärme überträgt sich irgendwann aufs Aquariumwasser. Man stellt 25 Grad ein und hat dann relativ schnell mehr wie 26 Grad. Und damit diese Schwankungen so niedrig wie möglich bleiben, habe ich etwas geändert. Und zwar hatte ich im letzten Video es erwähnt, dass es sinniger wäre, statt das Aquarium mit einem Kompressor zu kühlen, es gibt nämlich Kühlgeräte für Aquarien, anstatt das zu machen, wurde mir nahegelegt, ey, bevor es den Fischen gut geht, seh doch mal zu, dass es dir im Wintergarten gut geht, weil wenn da die Temperatur runtergedrückt ist auf ein erträgliches Maß, dann hast du nicht nur was davon, sondern auch deine Fische. Und das habe ich gemacht und habe mir von Hitachi eine Klimaanlage zugelegt, und zwar eine sogenannte Split-Klimaanlage. Dieses Gerät, was super leise arbeitet, ich kann damit sehr effizient heizen. Solche Anlagen schaffen bis aus 1,1 kW Strom, Energie, was ich reinstecke, bis zu 6 kW Wärme herauszuholen. Das funktioniert dadurch, dass draußen ein Split-Gerät steht, also ein Wärmetauscher, eine sogenannte Kraft-Wärmepumpe, die aus der Außenluft die restlichen Wärmemoleküle herauszieht und hier in diesem Raum die Warmluft reindrückt. Dadurch schaffen diese Geräte eine Effizienz von bis zu 6 kW. 1,1 kW, 6 kW kommen als Wärme an. Deswegen gibt es auch eine staatliche Förderung zu. Das habe ich ausgenutzt und habe jetzt einen klimatisierten Wintergarten und im Sommer und im Winter, falls das Gas abgedreht wird, kann ich damit diese Etage komplett heizen. Ich habe das ausprobiert. Wenn ich die auf 32 Grad stelle,
schafft die es, diese Räumlichkeit hier unten, diese 40 über 40 Quadratmeter Wohnzimmer, Wintergarten, innerhalb von 4 Minuten in einen Saunaclub zu verwandeln. Also wirklich tippitoppi. Und wenn man sich das dann ausrechnet, vom Wirkungsgrad her, die ganze Geschichte, dann ist man hier den besser mit bedient, wenn man da den Strom investiert, anstatt in eine, ja, in einer Gastherme Gas zu investieren oder Gas anzukaufen, es zu verbrennen. Eine Gastherme ist ja nicht ganz so effektiv. Da geht ja auch Abwärme über den Kamin weg und diese Kraft-Wärme-Pumpen arbeiten hocheffizient. Nur mal so am Rande, könnt ihr euch ja mal schlau machen, ist ein sehr interessantes Thema, gerade in der heutigen Zeit, wo es diese Krise gibt mit der Ukraine und die Gaslieferungen eventuell in Frage gestellt werden könnten. Das heißt, da könnte es irgendwann mal sein, dass uns nicht die Luft, sondern das Gas ausgeht. So, das zu dem Thema, was ich euch gesagt habe. Meine Kraft-Wärme-Pumpe oder Klimaanlage, die ich installiert habe, hocheffizientes Modell vom Staat gefördert. So, neben meiner Klimaanlage habe ich natürlich an meinem und der Programmierung von meinem Wintergarten habe ich natürlich auch noch etwas anderes gemacht. Und zwar, ich habe die Fütterung meiner Fische automatisiert. Und zwar mit diesem allseits bekannten Futterautomaten. Den kennt ihr aus dem Internet. Den gibt es schon seit Jahren zu kaufen. Jetzt fragt mich mal, wie der Hersteller heißt. Ich blende es unten im Video ein. Dieser Futterautomat hat 28 Schalen und jede Schale kann aufgefüllt werden mit Futter über so einen Trichter. Ich drehe das hier oben einfach weiter, fülle dann die, die leer sind, fülle ich wieder auf, schütte da das Futter rein, die Menge, wie ich will. Ich kann hier oben über diese Kodierung festlegen, wie oft am Tag eine Schale runterfallen soll. Man kann hier sagen, ich fütter einmal am Tag, ich mache eine Schale voll. Und wenn das nicht reicht, kann ich auch sagen, gut, ich mache zweimal am Tag füttern. Ich stecke hier oben zwei Pinne rein, die dann entsprechend diese Schalen runterfallen lassen. Das Ganze funktioniert wirklich, wirklich gut. Hier oben ist eine ganz normale Zeitschaltuhr drin. Die läuft 24 Stunden und an einer bestimmten Stelle, wo dieser Pin sitzt, wird dann im Prinzip das Futter in dieses Aquarium hineingegeben. So, ich kann das wunderbar mischen. Ich habe im Prinzip mal alle meine Futtersorten zusammen in einer Schublade entsprechend portioniert. Und das funktioniert wirklich, wirklich gut. Ich habe das jetzt seit 3 Wochen am Laufen, dieses Gerät, und habe bis jetzt keinen Aussetzer gehabt. Funktioniert tadellos. Das Auffüllen geht auch ganz gut. Hin und wieder geht hier mal ein bisschen was nebenher. Aber damit kann ich leben. Ich habe hier, damit das Futter auch wirklich ins Aquarium kommt, ohne dass ich dieses Netz abnehmen muss, denn dieses hier soll ja drauf bleiben, so dass ich meine Fische nicht durch einen Satz daraus verselbstständigen. Ist mir leider Gottes schon passiert, deswegen habe ich mir dieses Netz zugelegt von Red Sea, habe ich auch schon mal in einem Video euch vorgestellt. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe auf diesem Netz hier so einen kleinen Trichter konstruiert, durch den das Futter letztendlich hier an dieser Stelle ins Aquarium fällt. Und es fällt hier ins Becken rein. Hier unterhalb befindet sich eine Strömungspumpe. Da vorne sind von meiner Förderpumpe. Hier ist der Wassereinlauf von meiner Förderpumpe. Hier habe ich eine Strömungspumpe. Das heißt, das Futter fällt hier rein und wird sofort verteilt. Und fällt nicht hier komplett runter auf den Boden. Funktioniert seit 3 Wochen reibungslos. Wirklich, wirklich gut. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Das habe ich gemacht. Was habe ich noch gemacht? Tja, das nächste, was ich gemacht habe, ich will es euch kurz erklären. Ich hatte immer Probleme mit dem Osmosewasser. Und zwar der Osmosewasserspeicher, den ich von Red Sea hatte, der dabei war, fasste 10 Liter. Das heißt, alle 3 Tage musste ich dieses Wasser nachfüllen. Und damit ich dieses nicht jeden Tag machen muss, habe ich mir überlegt, ich könnte ja einen größeren Speicher installieren. So, und das habe ich gemacht und das möchte ich euch mal zeigen. So sieht das Ganze bei mir jetzt aus. Ursprünglich saß hier, ich mache mal das Licht an, hier in diesem Bereich saß ursprünglich dieser Wasserbehälter, der hier über diese Glasschienen hin und her rutschen konnte. Darüber war dann über diesen ganz normalen Schwimmer, der sich hier unten drin befindet, wurde das Wasser automatisch nachgefüllt. So, dieses
dieses Becken habe ich jetzt entfernt. Allein auch schon aus dem Grund, weil dieser Bereich hier mit den Socken wird entfernt, wird herausgeschnitten, ist ja nur verklebt. Und dann kommt hier mein Wickel, also Fließautomat, ne, Rollamat von Red Sea, wenn man so will. Der kommt hier rein und der wird dann diese beiden Filtersocken oder diese Caps übernehmen mit dieser Filterwatte. Denn die muss ich alle 3-4 Tage wechseln. Und wenn ich jetzt mal in Urlaub fahren möchte, dann ist es so, muss das jemand von meinem Bekannten- oder Freundeskreis übernehmen. Und da ich das Risiko nicht übernehmen möchte, dass da was in die Hose geht, muss ich mir was überlegen, dass dieses Aquarium auch mal 8 bis 10 Tage autark ohne meines Zutuns klarkommt. Und da ist halt diese Problematik einmal die Filtercaps, die Watte, die da drin sich befindet. Hier in diesem Beispiel habe ich sogar noch ein bisschen Aktivkohle drin, damit das Wasser den Gelbstich verliert. Das muss raus. Es gibt eine Anleitung von Red Sea. Dann schneidet man das raus mit einem Teppichmesser. Und dann sitzt hier in diesem Bereich dieser Fließfilter drin. Der ist bestellt, lässt auf sich warten. Ich hoffe, dass der in den nächsten Wochen kommt. Dann zeige ich euch das in einem weiteren Video. Aber was habe ich gemacht, damit ich diesen Wasserspeicher ersetzt kriege? Ich habe mir dieses Aquarium zugelegt. Und zwar gibt es das für kleines Geld bei Amazon. Kostet 30 Euro. Fast 30 Liter, ist 30 x 30 x 30 groß, dieser Cube. Habe eine Plexiglasscheibe mir dazu geschnitten. Diese Plexiglasscheibe ist 8 mm dick, damit man auch hier oben was draufpacken kann, selbst wenn es schwer ist, dass es sich nicht gleich durchbiegt. Und eine 3 mm Scheibe habe ich dann nochmal von innen mit dem Innenmaß von dem Becken reingeklebt. Dadurch kann man die nur so ein Stück verschieben, aber sie kann nicht runterrutschen. Damit ich aber dennoch drankomme, habe ich hier mir ein Loch eingeschnitten. So kann ich dann Wasser auffüllen und dieser Deckel kann mir nicht reinfallen. Und ich komme mit der Hand hier noch durch. Das ist so gemacht, dass ich gerade mit meiner Hand noch durchkomme, denn hier unten in dem Becken ist von Aquamedic meine kleine Fördertechnik. Die hatte ich mal gekauft gehabt, weil ich diese Sache, die ich jetzt hier installiert habe, hatte ich schon von Anfang an vorgehabt. Und die hatte ich mir zugelegt, aber das funktionierte dann erst nicht so recht mit dem ursprünglichen Ersatztank. Aber mit diesem Tank funktioniert das jetzt hervorragend. Da unten eine kleine Pumpe, die das Wasser in das Becken fördert. Hier ist nochmal ein Schwimmer, falls hier das Becken trocken läuft, dass die Pumpe nicht trocken arbeitet. Und es gibt auch einen Alarmton. So, dieses System habe ich mir von Aquamedic zugelegt. Funktioniert sehr, sehr zuverlässig. Da hinten ist das Steuergerät, das mir anzeigt den Status, und hier vorne kann man sehen, hier befinden sich ja einmal der Zulauf, den habe ich ein bisschen umgemuckelt, damit ich diese Schrauben von hier aus reindrehen kann, und hier vorne ist nochmal der Schwimmer für das Becken. Da sind zwei Schwimmer bei, einmal der normale Schwimmer und ein Notschwimmer, damit das Ganze nicht überläuft. Das ganze System habe ich natürlich so gebaut, wenn jetzt einige sagen, ja, aber wenn der voll ist und ich habe eine Störung und er würde den gesamten Inhalt dort hineinpumpen, die 30 Liter, dann würde das Wasser bis hier Oberkante stehen. Es würde nicht überlaufen. So viel Reserve ist dabei. Das Ganze funktioniert sogar noch so, wenn der Strom ausfallen würde oder die Pumpe würde nicht mehr funktionieren, die normale Förderpumpe, und der ganze Schacht würde leer laufen. Und dieser hier würde aus dem Grund trotzdem noch weiter reinpumpen. Selbst wenn diese Konstellation eintritt, ist dieser Behälter nur bis Oberkante gefüllt. So, aber auch wirklich bis oben hin, dass mir nicht die Bude vollläuft. Also das funktioniert, das habe ich ausgerechnet, das sollte so funktionieren. Also mit diesem Behälter kann ich jetzt sagen, so 10 Tage komme ich klar, dann läuft der leer und dann wird es kritisch, dann müsste man wirklich eingreifen und Osmosewasser nachfüllen. Ne? Also dieser Speicher hier verlängert deutlichst die Situation, dass das System autark läuft. Ne? 30 Liter, vorher waren es 10 Liter. Ne? Okay, das habe ich gemacht und sonst hat sich nichts groß geändert. Zwangsläufig musste ich natürlich dafür eine weitere Stromschiene hier oben, eine Steckdose installieren. Das habe ich auch gemacht.
um dann entsprechend die Pumpen und so weiter ja, montieren zu können. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, diese beiden Maßnahmen jetzt, der Futterautomat und dieser Behälter, haben mir das Leben wahnsinnig erleichtert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe weitaus weniger Arbeit mit dem Aquarium. Und für die Fische ist es gut, wenn man nicht ständig drin rumfingert. Das System läuft für sich relativ stabil, tagelang. Vergesst das Futter nicht, das Wasser wird nachgefüllt. Das Einzige sind halt noch die Caps. Ne? Da bin ich bei alle 3-4 Tage, wechsle ich die Filterwatte, weil die dann braunes voll hängt. Und das soll demnächst auch automatisch gehen mit einem Rollermat von Red Sea. Ja, Rollermat 500, könnt ihr bei Red Sea auf der Seite mal schauen. Ich blende es vielleicht hier nochmal ein, damit ihr wisst, was ich meine. Ja, so sieht es gegenwärtig aus. Funktioniert alles super. Korallentechnisch, wie gesagt, habe ich jetzt nicht so viel dabei. Eine Euphylia habe ich mir dabei geholt, weil ich einfach mal wissen wollte, bin ich soweit, dass ich eine Euphylia sicher halten kann. Bis jetzt sieht es gut aus. Alles wächst und gedeiht so, wie es soll. Das Einzige, was bei meinen Wasserwerten immer noch ist, ist die Tatsache, dass ich das Calcium, so, ich muss erst mal mich sammeln, nicht die Carbonathärte, aber die Carbonathärte geht runter. Die muss ich jetzt mittlerweile hin und wieder mal nachfüllen. Aber was am meisten mich stört, ist die Tatsache, dass das Calcium und Magnesium immer oberster Anschlag ist. Und da habe ich jetzt etwas im Internet gefunden. Und zwar von der Firma Silbermann gibt es ein Salz ohne Erhöhung der Carbonathärte, Calcium oder Magnesium. Da ist nichts drin, das ist nur Salz. Und man kann selber dann über die Zugaben das Ganze kontrollieren. Bei den Salzen, die ich bisher benutzt habe, war immer Calcium, Magnesium und Carbonathärte drin. Und wenn man einen Wasserwechsel gemacht hat, dann hat man eigentlich ja, so ein bisschen, wenn der Carbonathärt schon erhöht war, ist noch eine Schippe oben drauf gekommen und man bewegte sich immer im roten Bereich. Und das möchte ich ändern. Und dafür habe ich mir jetzt von der Firma Silbermann ein neutrales Salz bestellt. Werde ich mal euch hier einblenden und auch unterhalb vom Video verlinken. Soll sehr, sehr gut sein. Somit hätte man ein bisschen mehr den Finger auf die Werte, Wasserwerte im Aquarium. Will ich mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Ich hoffe, dass das im Laufe der nächsten Woche kommt. Dann werde ich einen Wasserwechsel machen mit diesem Salz, meine 10%igen Wasserwechsel. Und dann müsste eigentlich das Calcium und das Magnesium im Wasser wieder in den grünen Bereich, dicke in den grünen Bereich rutschen. Das will ich erreichen. Und die Carbonathärte werde ich dann durch Zugabe eines entsprechenden Salzes entsprechend anpassen. Klar, das muss ich ja dann machen, ne? Weil sonst würde meine Carbonathärte in den Keller rutschen und das wäre nicht gut für die Algen, für die Korallen. Okay, so viel von meiner Seite. Also ihr seht, ich bin dran. Ich möchte mein Aquarium weiterhin optimieren und es läuft bisher sehr gut, sehr stabil. Zumindest, ich habe ja keine hochanspruchsvollen Korallen da drin. Ne? Das Einzige sind so jetzt diese LPS-Koralle, diese Euphylia und die ein oder anderen LPS, die da drin sind. Das ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Ne? Wenn ich jetzt SPS hätte, die würden wahrscheinlich die Flügel strecken. Eine Koralle macht ein bisschen Zicken, die wird weiß. Ich weiß noch nicht, ob es daran liegt, dass die ein bisschen viel Licht auf dem Hintern gekriegt hat. Ich habe sie jetzt so ein bisschen in den Schatten geschoben. Ich hoffe, die regeneriert sich. Ich kann das euch ja noch mal ganz kurz zeigen. Da hinten ist er. Ich blende euch mal den Namen ein von dieser Koralle. Da befindet sie sich. Ist oben drauf weiß. Wahrscheinlich zu spät bemerkt. Ich glaube, dass da für mich der Zug abgefahren ist. Aber wie gesagt, nicht zu früh die Flinte ins Korn schmeißen. Ich habe sie jetzt ein bisschen in den Schatten geschoben. Ich hoffe, dass es dann noch packt. Ansonsten, tja, wenn ich Verluste hat man hin und wieder zu verkraften. Wäre echt schade drum, weil ich habe mich über diese Koralle sehr gefreut. Ich war da wirklich scharf drauf, aber dass die dann so problematisch ist, hätte ich nicht gedacht. Habe ich aber im Internet im Nachgang gelesen, dass es doch eine Pussy ist, die so ein bisschen
Ja, sehr launisch ist, was die Wasserwerte angeht. Da kann man Glück haben, kann man Pech haben. Okay, ich habe wahrscheinlich Pech gehabt, trotz guter Wasserwerte. Oder vielleicht liegt es daran, dass meine Carbonathärte ist im grünen Bereich mit 8,8 bis, ja, was habe ich denn? Letztens hatte ich 7,7 bis 8,15. So in dem Bereich bewege ich mich. Ist eigentlich top. Dann habe ich aber Probleme mit meinem Calcium und mit meinem Magnesium. Beide Werte sind im absolut obersten Bereich, 470 zu 1480. Ist ein bisschen zu hoch und muss reduziert werden, und das mache ich mit dem Salz von Silbermann. Ich bin mal gespannt. Also, das war es aus meinem, ja, aus meiner Situation, in der ich mich momentan mit meinem Aquarium befinde. Ich bin der Meinung, es funktioniert bis jetzt alles ganz gut. Der ein oder andere wird wahrscheinlich sagen, um Gottes Willen, nee, sehe ich anders. Ja, gut, ich kann es nicht jedem recht machen und jeder hat eine andere Meinung zu irgendwas. Ich bin aber der Meinung, das ist alles bisher sehr gut gelaufen. Ich habe relativ wenig Verluste jetzt so nach einem Dreivierteljahr zu beklagen, und von daher kann ich nur sagen, ich glaube von meiner Seite alles richtig gemacht zu haben. So, ich verbleibe mit meinem Gruß, allzeit einen salzigen Daumen behalten und bleibt mir wohlgesonnen, bleibt mir treu. Wer mich noch nicht abonniert hat, kann das unterhalb vom Videofenster machen. Wir sehen uns in, ich denke mal, in 3, 4 Wochen oder vielleicht auch früher, wenn dieser Rollamat da ist, dann werde ich natürlich da auch ein Video zu machen, zu produzieren, und ich werde euch zeigen, wie das gute Stück funktioniert. Also, bleibt mir wohlgesonnen, bleibt mir treu, bis zum nächsten Mal, euer Borgetech und ciao!